Liebe Medienvertreter, liebe Zuschauer an den Bildschirmen im Stadionumlauf, liebe Zuschauer auf FCK TV, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Endstand 1:0 vor 31.384 Zuschauern. Ich begrüße hier oben die beiden Trainer, Union-Trainer Norbert Düvel und FCK-Chefcoach Kostas Runjajić. Natürlich beginnen bei uns die Gäste. Herr Düvel, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich muss zuallererst natürlich Kaiserslautern gratulieren zum Sieg. War hochverdienter Sieg und geht absolut in Ordnung. Ich glaube, wir haben viel zu spät erkannt, was wir investieren müssen, um hier erfolgreich zu sein. 20 Minuten reichen nicht im Fußball und das haben wir schon einmal im Pokal erlebt und dieses Mal wieder. Das ist natürlich schon nicht so gut, dass wir aus dieser Geschichte nicht gelernt haben, von Anfang an hier alles zu investieren. Wir haben die ersten 70 Minuten absolut überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen, keine zweiten Bälle gewonnen, völlig mutlos auch nach vorne gespielt. Trotzdem eine hundertprozentige Chance gehabt, die leider auch sehr leichtfertig vergeben. Und ja, dann hat das Spiel seinen Lauf genommen und ja, war dann auch in den letzten 20 Minuten nicht mehr so zu korrigieren, wie es vielleicht wünschenswert von unserer Seite her gewesen wäre. Dankeschön, Norbert Düvel. Kostas, dein Kommentar zum heutigen Spiel, bitte. Ja, ich denke auch, das war heute ein hochverdienter Sieg. Erste Halbzeit wieder eine sehr gute erste Halbzeit gesehen mit viel Passstaffetten, mit einem guten Positionsspiel, viele schöne Spielzüge gesehen, geduldig gespielt, war nicht einfach. Union Berlin sehr gut verteidigt, hat es uns auch sehr schwer gemacht und dementsprechend bis auf eine Situation, wo wir Glück hatten, als, glaube ich, Søren Berendi den Ball übers Tor schießt, war nicht viel zu sehen von Union Berlin und wir haben geduldig gespielt und haben dann ein sehr schönes Tor erzielt, zahlreiche Chancen nicht genutzt. Ich hatte, glaube ich, in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, wir müssen vorne eiskalt sein. Vielleicht waren wir zu kalt in manchen Situationen. Das ist ja ein Kritikpunkt. Aber wir haben gewonnen, wir haben 0:0 gespielt, wir haben unsere Heimstärke bestätigt. Ich glaube, wir haben den Fans auch wieder einen guten Fußball geboten über weite Strecken. Ich habe es vorhin auch in den Interviews gesagt, so einen Fußball zu spielen, das erfordert viel Konzentration. Und Konzentration ist nicht über 90 Minuten bei uns vorhanden. Und weil das auch sehr viel Energie raubt, Bälle zu halten, immer wieder Positionsspiel zu spielen, versuchen, über das Passspiel nach vorne zu kommen. Und wir arbeiten daran. Wir haben heute auf jeden Fall nicht nur eine gute Leistung gezeigt, sondern auch entsprechend uns belohnt mit dem knappen Ergebnis. Nochmal auch muss ich explizit Tobi Sippel hier herausstellen. Er hatte nicht viel zu tun gehabt, aber die zwei Bälle, die waren richtig gut. Die hat er richtig gut gehalten. Und ein Torwart muss über 90 Minuten immer konzentriert sein. Und daran werden wir arbeiten. Die Jungs freuen sich, die Jungs sind aber auch selbstkritisch und werden morgen weiter trainieren, am Freitag einen Tag frei bekommen und dann geht es am Samstag wieder in Richtung Konzentration auf den nächsten Gegner.